Jo Leute, ich bin's wieder, euer Toronic. Sorry, dass ich gerade ein bisschen leise bin. Es liegt daran, da es gerade früh morgens ist und meine Eltern wollen noch schlafen. Ja, ihr seht hier, ich bin hier auf einem Server. Ja, also das, ich bin ziemlich neu noch drauf, sage ich jetzt mal so. Ich bin erst gestern drauf gejoint. Ja, man bekommt da auch schon am Anfang hier so ein 64er Pack. Ich habe ja natürlich hier schon ein bisschen mehr. Da müsst ihr dafür eingeben, das. Nee, müsst ihr eingeben, so, warte. Kit. Also wenn ihr Kit eingibt, dann steht da Ausrüstung. Mitglied. Das müsst ihr eingeben einfach. Oh, die kann man öfters anfordern. Okay, das muss ich immer an einen Admin weitergeben. Jetzt haben sich auch meine Schwerter gestapelt. Ist nicht so nice. Okay, dann gehe ich mal home. Gebe ich, also wenn Extreme Styler, wie er heißt, das sieht, das solltet ihr umändern, weil das, also jeder einmal nur, weil es ist nicht so geilo, wenn da dann einer einfach mal sich so viel Zeug cheaten kann, weil dann müssen wir ja gar nicht mehr kämpfen. Weil wir, denkt euch mal, da müssen wir ja gar nicht mehr kämpfen, weil wir dann einfach immer so, ach, es ist meine Rüstung am Arsch, ist doch egal, einfach eine neue. Und das geht halt nicht. Ja, ihr seht auch hier, das ist das und mein Home, das gehört auch dem kleinen Speer 14 oder Terror Games. Ja, Zombie. Ich gehe jetzt hier mal wieder an Spawn. Also ich zeige jetzt gerade, was man so machen kann noch. Also ich kenne mich hier nicht so gut aus. Daher weiß ich jetzt auch nicht genau, was man so machen kann. Also wie gesagt, hier ist eine, oder hier ist ein Verzauberungstisch, Level 30. Hier habt ihr einen Schweinespawner. Da könnt ihr immer Schweine killen, wenn ihr Hunger habt. Hier könnt ihr Zeug entfernen. Haben wir geil. Ich habe gedacht, da könnte man reinlaufen. Dann habt man immer sowas. Und dann habt ihr hier so eine geile Burg. Ich glaube, da ist gerade keiner auf dem Surfer. Hier habt ihr so eine geniale Burg. Sag ich mir gerade mal Tränke. Ich habe so eine geniale Burg. Also die sieht dann so aus. Ja, die ist eigentlich, finde ich, ziemlich cool. Da kann man hier so battlen und so. Und dann gibt es hier auch noch mal so ein Loch. Oder wie das heißt. Ja, und dann rennen wir gerade mal zu dem nach hier hinten. Hier gibt es dann nämlich noch so eine 101 PvP Arena. Die ist auch schon so ein bisschen mehr. Ja, für Einzelspiele habe ich auch schon zwei Leute da drin gekillt. Hier kann man nochmal reinspringen von hier aus. Dann haben wir hier noch so ein genau, das gehört auch dazu, genau. Hier, das Loch wurde erst umgeändert. Das ist ein auch PvP. Da hinten ist so ein kleiner Gang, da geht's rein mit Lava und so. Ist eigentlich ziemlich cool, nur dass halt in der Lava viel Zeug verbrennt manchmal und es ist halt ein bisschen blöd, ne? Oh, und da sehen wir auch schon mal hier rein. Also hier gibt es dann nichts, wenn ich jetzt hier ist. Ich muss mal kurz gucken. Ich schlag hier mal gerade mit einem Schwert, so. Ah, normal steht er nämlich dann da. Du kannst dich während dem... Also, ich würde euch nicht raten, während dem Kampf auszulocken, dann habt ihr nämlich für 30 Sekunden oder so ein Bann und das geht dann immer höher, so viel ich weiß, keine Ahnung, kann sein, weiß ich nicht genau. Und hier haben wir auch noch ein Loch, ja, ah ja, genau, das geht dann nach da hinten rein. Und es ist halt so, dass es dann, es ist eigentlich ganz gechillt, eigentlich so weitgehend, was man da machen kann. Ich weiß auch nicht, ja, was man da jetzt so insgesamt noch machen kann. Eins kenn ich noch, Spenden, so. Ja, jedenfalls kann auch sein, dass das mit den Rüstungen so, was man bekommt, kann auch sein, dass das geändert ist schon, dass es irgendwie anders ist. Also was kann YouTuber? Kit Ultimation, das ist ein anderes. Wie werde ich YouTuber? Mache zwei Videos von Server. Hm. Ich schreibe mal, mir ist ja langweilig. Was kann Epic Eat, Fix All, Sex Homes, Chat Color? Ja, was kann Ultimation, Eat, Fix All, Home, TP, Eat, Fix All, Home,
Ja, das ist dann gut. Ja, ich finde es eigentlich ganz okay, wie die das so gemacht haben und so. Ist eigentlich ein ganz netter Surfer. Join euch allzu viele Leute. Ich weiß auch gerade nicht. Da hat also Slots reichen jedenfalls schon mal. Ist geil. Ich freue mich darüber, wie es so ist. Und ja, hier steht schon einer rum. Der Timmy. Ja, ich freue mich eigentlich darüber, was man da so machen kann und so. Ich werde mal gucken, vielleicht nehme ich auch ein paar Videos mehr auf, wenn mal so ein Battle ist oder so. Und dann mache ich dann, schreibe hier in Turonic FS with Jay oder irgend sowas. Keine Ahnung, muss ich mal gucken. Da werde ich jedenfalls vielleicht noch ein paar Battles reinstellen. Das war jetzt jedenfalls erstmal das Infovideo. Der Surfer, wie der heißt, den verlinke ich unten in der Beschreibung und dann könnt ihr da auch selber drauf jointen. Ich hoffe, ihr jointet, dann sehen wir uns vielleicht. Und ja, dann würde ich erstmal sehr sagen. Das wäre erstmal mein erstes Infovideo. Und ich würde mich freuen, wenn ihr eine positive Bewertung da lasst. Und natürlich auch gerne auf den Server joinet. Dann sehen wir uns in vielleicht in dem nächsten Video von hier oder in den anderen. Tschüss.